Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach. Und da habe ich mir einfach eben mal schnell einen Kaffee geholt. Und dann sind hier alle hierher gefahren und machen jetzt hier zusammen Pause. Unmöglich. Unmöglich. Also, sehr viel ist passiert in der Zwischenzeit. Die Felder sind wieder aufbereitet. Da habe ich mich jetzt drum gekümmert. Da bin ich nicht Entertainer genug dafür, um euch durch 4 oder 5 Stunden Flügen zu bringen. Ja, ich komme hier auch gar nicht lang, ne? Gut. Machen wir hier einfach erstmal ein bisschen weiter. Ja, bevor wir allerdings irgendwas anderes machen, gut, dass ich dran denke, ich habe was vergessen. Die Cranberries sind reif und die müssen runter. Und ich bin mir ziemlich sicher. Gut, wir hätten noch einen Tag Zeit. Wir könnten das auch im November machen. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Das ist eigentlich eine gute Idee. Dann lasst uns mal überlegen. Müssen wir noch irgendwas sehen? Hoffentlich nicht. Weizen. Also hier ist die Gerste drauf. Hier ist der Weizen drauf. Hier ist der Hafer drauf. Hoffe ich mal. Hafer kommt ja erst im nächsten. Ja, vergesst es, Gerste und Dings, das passt. Das ist alles nur Ernterei. Das haben wir alles nicht. Okay. Okay. Dann machen wir es wie folgt. Ich sortiere jetzt einfach ein paar Fahrzeuge weg. 5 Minuten. Und wenn das erledigt ist, gehen wir einfach mal schnurstracks in den nächsten Monat. Was haltet ihr davon? Und dann werde ich einfach das im November ernten. Ist so ärgerlich. Es hätte einfach jetzt parallel wunderbar laufen können. Naja. Gut, unsere 1A-Dung-Maschine hier läuft. Das läuft auch. Und in den Kommentaren wurde sich jetzt auch schon mehrfach gewünscht, dass ich mal einen richtigen Trecker kaufe für diese Karte. 1050er Fendt. Ja. Definitiv einer meiner absoluten Lieblingsschlepper. Und ich glaube, dass auch ein größerer Trecker jetzt die nächstlogischere Wahl wäre. Wobei ich auch sehr gerne ein Feld kaufen würde. Muss ich auch sagen. So, unser designiertes Fluggerät. Zack. Tja, Eier. Brauchen wir jetzt noch nicht machen. Können wir am nächsten. Wir machen mal. Es ist auch so eine komische Lichtstimmung irgendwie. Wir gehen jetzt mal und spulen einen Tag. Da, 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 da. Es gibt ja auch so eine Mod, die einem verhindert, zwischen den Fahrzeugen hin und her zu springen. Ist eigentlich auch ganz cool, aber ich glaube für ein Let's Play nicht so wirklich geeignet. Stimmen wir um 9 auf. Also. Ich springe jetzt einfach. Oben links steht nichts. Ich gehe davon aus, dann ist auch nichts. Silo, Fermenter, Silage voll. Das kostet uns jetzt unnütz Geld. Der läuft nämlich jetzt weiter. Kurzer Regenschauer. Wunderbar. 15.000 Euro Betriebskosten für die Gebäude. Wahnsinn. Erstmal den Fermenter aus. Ja, und jetzt guckt euch das mal an hier, ne? Das ist noch gut gefüllt. Das ist noch sehr, sehr gut gefüllt. Lange Bretter fast voll. Biogasanlage, okay. Hm. Können wir mit dem auch anfangen hier. Ist eine gute Idee. Komme ich da vorne lang? Ah, und jetzt mit dem Licht ist das doch viel, 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 viel schöner. Ja. So schönes Licht, dass ich... Komme ich da rum? Nee, glaub nicht. Ich fahre hier lang. Trucken kann ich ja jetzt. Bin fest. Lustig, wenn ich ihn rückwärts bewege, piept er auch. Was ist das denn? Okay, also der soll uns ein bisschen Cranberries... ein bisschen Silage von A nach B fahren. Was hat der denn hier vorne?
Sehe ich zum ersten Mal, gebe ich offen zu. Verrückt. Also, fahr mal bitte. Fermenter, Biogasanlage, Input, Silage. So, dann springen wir in einen der beiden CR10, am besten in den, und entparken den erstmal. Und der fährt dann einmal zu Feld Nummer 7 Cranberries. Die können wir noch nicht, das können wir auch nicht liegen lassen. Das sind irgendwie 250.000 oder so. Das können wir jetzt nicht verrotten lassen. Genau. So, also der hier, achso, doch, war richtig, hat das echt richtig, richtig gut gemacht. Und der gefällt mir auch echt gut, nur nicht für diese Karte hier. Den hätte ich gerne auf der Castle Now. Und ich habe schon überlegt, ob wir den nicht einfach unserem Schwager auf der Castle Now schenken. Ich stelle den jetzt mal hier in die Ecke. Da kann der mal ein bisschen bleiben. So unter so einem Baum. Das finden Autos immer besonders lustig. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob wir den vielleicht nach Europa schicken sollen. Dann würde ich den hier aus diesem Spiel entfernen und uns das Geld entsprechend nicht gut schreiben und würde den minus, ich würde mal sagen, so ein Fahrzeug von Amerika nach Europa kostet uns 15.000 Euro. Also 15.000 Euro müsste dann noch der Kollege per Nachname bezahlen in Frankreich und dafür würde er dieses Gefährt frei Haus geliefert bekommen. Könnte man mal drüber nachdenken. Es wäre nur so halb unterstützt. Wir haben es ja hier immerhin erarbeitet. So ist es ja nicht. Gut, der Drescher fährt. Hier sieht es ein bisschen verrückt aus. Ich fahre jetzt mal das ein oder andere einfach irgendwo hin, damit es zumindest nicht hier rumsteht. So, der ist eigentlich gar nicht so groß, ne? Dann können wir den hier irgendwo unterstellen. Ach ja, und den Rübenroder, den kleinen, könnten wir mal verkaufen. Oh, voll in die Saatmaschinen. Mich da so rum. Ist ja mal wieder tipptopp hier. Hilft ja gar nicht mit der Kamera, dass sie immer hin und her springt. So, das machen wir mal gleich hier. Haben zwar ein bisschen Geld bekommen durch die na, sag schnell, durch die Biogasanlage. Wo ist denn der das vordere Ding dafür? Das hier, ne? Ja. So, also wir haben jetzt zwei richtige Rübenroder. Da können wir uns jetzt hier von dem hier trennen. Das ist noch der kleine Striegel. Ob wir den so unbedingt brauchen? I don't know. I really don't know. Aha. Schnell drüber. Kein Benzin mehr oder habe ich vergessen, R zu drücken? Habe ich vergessen. So. Dann hat der Tag doch Struktur. Sehr schön. November. Der fährt, die fahren hier alle. Okay, der. Machen wir da hin. Auch. Der ist noch aktiv. Ach so, deswegen kommt der Drescher hier gar nicht weiter. Super. Jetzt müsste es gehen, ne? Cool. Cool, 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 was hier los ist. Auch auftanken. So, die standen immer da, aber die stehen jetzt hier, die relativ einfach zu fahren sind. Schön weit ausholen. Schön eng an den Pfeiler ran. Okay. MF ist auch angekommen. Sehr schön.
Er hat auch noch keinen Parkplatz. Da müsste ich mich wirklich mal drum kümmern. Ich bin ein kleiner Schludrian, was das angeht. Wenn die Sachen hier mal so einfahren oder so. Und diese E-Säule da, die fahre ich irgendwann um mit irgendeinem. Weiß ich jetzt schon. Aber trotzdem eine super coole Halle. Wo auch echt lange für sparen müssen. Ich würde auch gerne eine Ölmühle bauen. Die soll auch richtig viel Geld bringen. Könnte man auch auf der Castle nochmal überlegen, ob wir das gegebenenfalls machen. So, was haben wir denn da eigentlich alles? Biogasanlage, da wird sich gerade drum gekümmert. Dann Hackschnitzel. Was machen wir immer mit dem WD? Und Rüben sollten wir jetzt ja nun wirklich genug haben. Verzeihung. Müssen wir die Eier noch zur Dessertfabrik? Oh. Bäckerei Knus braucht auch Eier. Das hat natürlich Priorität. Na, ein bisschen Sonnenblumen haben wir ja. So, und eine Sache muss ich jetzt nochmal gucken. Das habe ich in den Kommentaren erklärt bekommen, dass man irgendwie zwei Sachen auf einem Feld anbauen kann. Aber das habe ich nicht ganz verstanden. Die Sonnenblumen? Ich dachte, ich hätte mir Sonnenblumen und Gerste gemerkt, aber das passt ja auf gar keinen Fall. Die wachsen in der Zeit. Da kann ich aber zwischendurch nichts anderes anpflanzen. Hafer? Müsste ja was Verschobenes sein, was ich vorher ernten? Ne, keine Ahnung. Das passt auch nicht. Eis? Passt auch nicht. Achso, Senf vielleicht? Nee, aber das geht ja über die Zeit. Dann müsste ich ja irgendwas im Juni aussehen und immer. Ich glaube nicht, dass das geht. Aber ich habe es natürlich auch nur noch so halb auf dem Schirm. Bisschen peinlich. Und kriegen wir das Gras hier noch rein. Januar war die Zeit für 10 Millionen. Und eine Million an Silage gemacht, ne? Ja, fast. Im Januar auch, da stellen wir auch das Brot um. Hier sind auch 350.000. Wir können mindestens für 1 Million Silage verkaufen. Wir haben 1 Million Zuckerrüben an Bord. Wir haben 1 Million Gerste an Bord. Das war absoluter Wahnsinn. Das heißt, die nächsten Maschinen und die nächsten... Oh, apropos Maschinen. Gibt es einen Schnapper? Aha, ein Fortschritt. Ja. Schöner großer Ballenwagen. Was ist das denn? Das ist ja schon fast wieder cool, ne? Brauchen wir den? Irgendwas? Könnten wir kaufen und vor unser Haus stellen. So eine kleine Oldtimer-Sammlung aufmachen. Aber jetzt mal nicht übermütig werden, McCracken. Ihr schreibt mir nur bitte unbedingt mal in die Kommentare, ob wir das Fahrzeug verkaufen oder ob wir das unserem Cousin oder Schwager, wer ist es jetzt? Ist ja vielleicht auch irgendwie beides auf einmal. Und so, jetzt nicht das Falsche verkaufen, einmal konzentrieren, das verkaufen wir. Und immer noch 57.000, super. Kannst du wieder zum Hof fahren. So, du bist da angekommen. Ach, und die Lichtstimmung, schaut es euch an. Herrlich. Setup. Neuer Kurs. Ja, wir spielen ja die Wild West.
Klein Emma kommt weinend aus der Küche gerannt. Da sagt der Papa, was ist denn los, Emma? Emma schluchzend. Das Gemeine ist, dass ein heißes Backblech genauso aussieht wie ein kaltes Backblech. Ja, also ist halt nicht witzig, gar nicht. Allerdings muss ich sagen, ich habe ja einen metallbearbeiteten Beruf gelernt, also studiert. Und da lernt man auch fast als erstes, Metall, was nicht glüht, kann trotzdem heiß sein. So, habe ich hier wieder zwei Fahrzeuge auf dem Kurs. Machen wir nicht. Nur ein Fahrzeug. Ist das jetzt hier? Ja, ist mir egal, mach einfach jetzt. Stehe ich hier irgendwie so komisch schräg? Ist doch merkwürdig, oder? Du bist angekommen bei Hof Parken. Sehr schön. Ich überlege die ganze Zeit, ob wir Silage verkaufen sollen. Jetzt schon. Um einfach ein bisschen mehr Zeit zu haben dafür, das zu tun. Der Preis ist jetzt 355. Der beste Preis 375. Wisst ihr was? Wir fangen schon an, Silage zu verkaufen, weil das ist so viel. 4,5 Millionen Liter. Ja, und damit meine ich genau dich, Kollege. Genau dich. Also, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge geht es nahtlos weiter. Wir beginnen mit der Silage-Verkaufsaktion. Und wir müssen noch einen Abfahrer für den Drescher holen und so weiter. Also ein bisschen was ist noch zu tun. Ein, zwei Folgen wird dieses Jahr noch haben, schätze ich. Aber wir sind immerhin schon im November. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.